Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Heute mal wieder im Lab unterwegs und meine Laborassistenten sind natürlich einmal der Becken Orange. Du meinst wohl Laborlatten, moin moin. Laborratten, nicht Latten. Laborlatten. Laborlatten. Und der Sender ist dabei. Meinst du ganz sicherlich auch. Moin Sender, du kennst das, wir die schon hatten? Ja, die hatten wir schon. Das war die, wo du eigentlich über die Seiten reinspielen musst, weil mittig das immer rübergeht. Sender, du hattest, glaube ich, damals Lab hattest du nicht mitgespielt, ne? Ich glaube, Das hatten wir damals mit dem Fjark aufgenommen. Ist auch mal ganz nett. Kann mich nicht an die hier erinnern. Doch, wir hatten die Tokio meiner Meinung nach. Ich erinnere mich noch an die mit den zwei Toreingängen. Genau, und die mit den zwei Toreingängen. An die kann ich mich echt nicht doch, erinnern. Doch. Oder ich habe sie einfach mal so mit... Ich weiß, dass ich sie gespielt habe und dass ich sie nicht alleine gespielt habe. Also mit irgendwem dann. Vielleicht habe ich sie auch mal so mit dem Pferd gespielt. Würde ich dann mal vermuten. Ja, ist auch egal. Macht Spaß. Eigentlich. Wenn man Tore schießt. Also hier ist es eigentlich generell eine ganz gute Idee, über die Seite zu versuchen, die Tore zu schießen. Weil, wenn du mittig hochgehst, hast du das Problem, dass du springst. Ja. Oder du musst halt einen sehr krassen Oma-Ball da hochspielen. Beziehungsweise halt, wenn der Ball mittig auf dich zukommt, den dann halt sozusagen hochschippen. Ja, oh, der weiß, was er macht. Der weiß genau, was er macht. Ja, das Rocket Lab, irgendwie denke ich immer da ein bisschen an Tron. So vom weil es halt so... Ja, ich glaube, da geht es halt wirklich hauptsächlich um die Mechaniken und nicht um die Texturen. Ja, natürlich. Nee, das ist ja das auch halt so technisch. Ist ja auch vollkommen richtig. Aber ich finde, es ist trotzdem halt... Ja, hat was. Also wenn du außer eine Laborlatte bist, dann warst du wahrscheinlich im Viagra-Labor, oder? Ja. Ich wollte aber auch schön sein. Ich wollte wirklich Laborratten sagen. Nee, das passt schon. Ja, ist eigentlich viel besser, die Laborlatte. Da wissen wir auch schon, was der Titel sein wird. Ja. Bacon, die Laborlatte. Aber ich glaube, du hast, ja, das war aber Raborlatte, das war letztendlich so der Kentucky Schreit Ficken Versprecher, Umdreher, der kein Versprecher ist, gewollt. Aber also auch falls wir die Map vielleicht noch nicht zusammengespielt haben, ich mag sie eigentlich. Ist halt, spielt sich halt ein bisschen anders wie eine normale Map, weil du halt wirklich sehr viel eigentlich über die Seite kommen musst. Um ihn kontrollieren zu können, ja. Oder halt so, wie sie es jetzt probiert haben, also halt da vorne halt so ein Stopp-Ball sozusagen. Ja, und wenn dann von oben runterkommt, dann kannst du eigentlich, da kannst du mit dem höchsten Sprung nicht rankommen. Nee. Oder wie unser Bundestrainer sagen würde, mit dem höchsten Sprung. Unser Rocket League Ball Bundestrainer. Das finde ich auch, sollte es auch mal bei das hätte es auch, finde ich, als Stefan Rapp Event geben sollen. Rocket League. Gab's doch. Ja, ich weiß. Ja, Autoball, das war doch langweilig. Da gab's keine Toten, keine explodierenden Autos, keine Turbos. Das war das Ganze reich gewaschen. Die haben einmal in einer Folge haben sie ungefähr 20 Bälle kaputt gemacht.
war, glaube ich, beim ersten Mal, weil sie da noch nicht wussten, dass an Autos, die gegeneinander stoßen, spitze Teile entstehen können, die Bälle kaputt machen. Oh, was für ein Pech! Wird knapp. Ja. Vor allem krass, dass wir 5 Minuten es geschafft haben, torlos zu bleiben. Kann halt nicht jedes Mal brillieren. Hm, stimmt. Und letzte Episode war schon so grandios. Mhm. Da hatten wir aber zumindest noch Tore. Ja. Das ist auch, glaube ich, um die Gegner doch richtig so zu ärgern. Guck mal, wir springen für euch. Ich bin viel besser. Ich habe lackierte Räder bekommen. Oder um bei dem Motto zu bleiben, lackierte Leder. Lackierte Leder? Hm? Ich habe einen Hexenhut bekommen. Ah, funktioniert nicht. Also, ja. Oh. Oh, das ist neu. Oder? Das, weil das auch farblich unterteilt. Also es gibt normale Tore, aber was ist das? Das ist halt eine Trennung, dreigängig. Also dreiwegig. Ah, ach so. Ja, ich hätte mal drehen können. Ja, du weißt, du kannst die Kamera bewegen und so. Ja, ja, habe ich jetzt gemacht. Hm. War ich spannend. Ich denke mal, es wird, werden sich trotzdem immer alle irgendwo in einer Gegend knubbeln. Lustig wäre es, wenn der Ball hier diese Mittel, diese Dinger hier, diese wenn großen Flächen passieren könnte, und die Spieler ja nicht. Hätte was. Oh. Ich guck schon wieder auf meinem Stuhl hin und her. So eine Fritte. Tja. Man könnte auch sagen, diese Aufnahmesession liegt uns nicht so gut. Was? Wie viele Spiele haben wir denn bisher gewonnen? 1 oder 2? 2. Die ersten 2 haben wir gewonnen. Ja. Danach dann halt 4-mal verloren, aber das kann ja passieren. Ich dachte, du sagst jetzt, das ist ausbaufähig. Ist es das? Werde ich hier auch immer noch geschubst? Ups. Bin mal vorbeigehüpft. Das Gute ist, wenn alle so auf der Seite sind, dann ist nicht unbedingt jemand vorm Tor. Oh, Mist. Oh. Ja. Schade. Ja, konnte ich nur noch. Also, ich konnte ihn nur noch reindonnern. Sieht man mich gleich anfliegen. Hab den Winkel nicht besser hingekriegt. Habt ihr nicht. Doch. Wir haben noch mal kein Tor. Seit gefühlt 10 Minuten. Ja. Das war schlecht. Den kann ich mir selber anschreiben. Schöne Vorlage.
Ja, hätte ich nur mal in die andere Richtung machen müssen. Ja. Wow. Ach, jetzt wird's langsam blöd. Team, ich hab ihn, ja. Mhm. Wo wir wieder zu meinem Spruch kommen, hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am Schuh. Ja, er wird jedes Mal besser, der Spruch. Dann tritt halt nicht in die Kacke, Gär. Ja. Ist doch nicht aber, so schwer. Aber ich würde sagen, in der nächsten Partie, ne, da zeigen wir unseren Gegnern dann mal, wo der Frosch die Locken hat. Du. Du hast die Redewendung heute auch ganz unten aus der Kiste, oder? Ja. Wie gesagt, es läuft in der letzten Zeit viel Fußball. Ey, der Bacon kennt den Spruch noch aus Big Brother, da er den das erste Mal gehört. Ich hab den tatsächlich als Werder in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, ja, der hat mal in der Bundesliga gespielt hat, hat der Sky Reporter den Spruch gebracht und ich konnte nicht glauben, dass das ein wirklicher Spruch ist und hab den deswegen erstmal nachgeschlagen. Und hab dann gesehen, ja, das ist ein Spruch, Bedeutung, warum, was auch immer. Also ja, es ist ja auch alles vollkommen schnurzpiepigal. Ja. Ist aber ein Wikipedia-Artikel drüber, vielleicht. Was ist eine Bedeutung? Also, möchte ich gerne von dir erklärt bekommen. Ja, guck's doch selbst nach. Ich hab's echt vergessen. Und gerade habe ich jetzt nicht so das größte Bedürfnis, bei Wikipedia nachzugucken. Ich glaube, am Ausgang des Spiels wird es eh nichts ändern. Ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht müssen wir mal ins Trainingslager. Ja. Kreisliga-Niveau ist das ja. Generell ist, glaube ich, auch das Spielfeld zu kurz für diese Anstoßtore. Die haben eins gemacht. Das hast du schon gesehen, dass die eins gemacht haben. Okay. Dann wohl versinkt. Ja. Mhm. Aber es könnte ja schlimmer kommen. Ist das so? Ja, sicherlich. Das sind immer noch Statistiken, die habe ich bisher nie gesehen. Wo Ballberührungen, Torschüsse. Ja, finde ich schön, dass sie sowas anzeigen. Ja, wie gesagt, würden wir jetzt gewinnen, würden wir es auch mal von uns sehen. So leider nicht. Ah, die hatten wir. Das Doppeltorspielfeld. Ja. Nee, das ist auch neu. Nee, das ist ein Kreis. Ja. Okay, die ist auch definitiv neu. Das ist aber nicht neu. Ganz nah, okay. Das ist eine Trennung. Man muss auf die andere Seite quasi in der Kurve rumspielen. Ja. Quasi ein 360-Grad-Spielfeld. Vielleicht hätten wir auch rausgehen sollen, damit wir neue Gegner kriegen. Nee, die Gegner gerade gar nicht. Da. Die gleichen wie gerade. Nee, mit sehen, ich habe verzweifelt versucht, vor allem den Ball zu sehen. Shadow, andere Richtung. Ja, ich weiß. Das liegt an der Form des Spielfelds. Du kannst ihn kaum noch in die andere Richtung umlenken.
Nee, ich wollte es ja nur gesagt haben, weil manchmal verwechselst du ja. Hey, diesmal nicht. Wir hatten, danke, wer mir auch immer gerade von hinten den Stoß gegeben hat. Ich hätte den Ball eventuell kriegen können vorher. Shadow. War ich nicht. Doch. Weil generell habe ich hier das Gefühl, wenn der Ball einmal in Bewegung ist durch die Rundung, dann geht er immer weiter dahin. Oh. Cool. Wie du spielst momentan, ist interessant. Du weißt schon, du bist im Orangenteam, ne? Das denkt ihr. Gut. Na! Ah, ey, Shadow, echt! Der wäre reingegangen, das ist dir schon klar. Man kann übrigens hinten durchs Tor auch durchfahren. Ja, ich weiß. Dir ist aber schon klar, dass er reingegangen wäre, ne? Vielleicht. Der Ball, den du gerade eben von der Linie runtergeholt hast. Wäre ganz bestimmt drin gewesen. Oh mein Gott. Bin halt gut im Verteidigen. Dummerweise nicht bei unserem Tor. Stille hier, alle sind so konzentriert. Ja. Man muss ja, wir müssen ja auch sein und ich müssen ja auch gegen 4 Leute spielen. Auch Gefühle. Sicherlich. Ganz in der Nähe von den Locken. Ja, ich bin mir auch sicher, dass Ramsey Bolton auch Gefühle hat. Kenn ich nicht. Ist das ein Rocket League-Spieler? Nein. Waffenmörder? Ja. Eins von beiden. Wenn ich verglichen werde mit jemandem. Ah ja. Ja. Aber ich bekomme ganz viele Errungenschaften die ganze Zeit. Das ist toll. Ich habe auch verrückter Wissenschaftler. Aber ich denke, dann beenden wir hier die Episode und freuen uns auf die nächste. Bis dann. Tschüss. Bis bald.